Hallihallo, ich hoffe, es geht euch gut. Diesmal möchte ich eine Schale machen und ich möchte gerne so einen Graphit-Effekt erzielen. Und dafür mixe ich gerade mein Schwarz. Ich benutze da schwarze Pigmentpaste, die habe ich in meinen Harz reingemixt. Und als zweite Farbe kommt dann noch das Quicksilber. Das ist eine metallische, ja, ein metallisches Puder von der Petra Jungblut. Das mixe ich jetzt in meinem Schwarz rein. Und damit habe ich so praktisch meinen Graphitton erreicht. Ihr seht das jetzt gleich, wenn ich das mixe. Und ja, das gefällt mir an sich sehr, sehr gut. Also ich hatte das schon mal mit den Weihnachtskugeln oder mit, ja doch, mit den Weihnachtskugeln und Sternen und Glocke gemacht, in einem von meinen letzten Videos. Und die Farbe gefiel mir unheimlich gut. Und da habe ich gedacht, da mache ich mal eine Schale draus. So, jetzt gieße ich mir erstmal klares Harz am Rand von meiner Form. Die Form ist die Fantasy Tablettform von Molds & Shapes, ist die L-Größe. Und sie hat auch noch einen holographischen Effekt. Ja, da war noch was in meiner Schale, das muss ich mal eben wegmachen. Und ich mixe mir noch eine zweite Farbe zusammen. Und zwar ist das das Starburst, ich glaube, das heißt Starburst, ist auch eine Pigmentpaste von Lures. Und die habe ich von der Laura von Laura's Art Corner bekommen. Und die hat so eine Art Schimmer, also ist wie so ein Schimmereffekt. Und ich habe gedacht, das passt vielleicht ganz gut mit meinem Graphit. Also mixe ich mir das Ganze jetzt so ein bisschen zusammen. Erst natürlich die Pigmentpaste einmal richtig gut durchmengen. Und dann mixe ich mir das in meinem Harz. Dieser Schimmerton ist sehr transparent. Deswegen ich mixe mir da gerade noch mal ein bisschen mehr rein. Und dann schauen wir mal, wie das Ganze zusammenpasst. Ja, ich hoffe, dass die Schale schön wird, dass da schöne Effekte bei rumkommen. Ja, und ich mische mir noch mal eben das Silber noch mal gut unter mein Schwarz und dann geht es auch gleich los. Ich muss mir nur noch mal mein kleines Feuerzeug, meinen kleinen Bunsenbrenner holen. Und dann geht es auch wirklich los. So, jetzt gieße ich mir, das mache ich ja öfters so, wenn ich so diese Effekte haben will, einfach die Farbe am Rand auf mein klares Harz. Und ich gieße von relativ hohem Abstand. Und jetzt als meine zweite Farbe nehme ich das Schimmer. Oder Starburst heißt das, glaube ich. Ich nenne es jetzt einfach Schimmer und gehe am Rand lang. Ihr seht, das ist wirklich sehr, sehr transparent. Und dann nehme ich mir mein klares Harz. Übrigens, das Harz, was ich verwende, ist das Art Pro von Resin Pro. Ist mittlere Viskosität und das hat eine relativ lange Verarbeitungszeit. Ich glaube, man kann bis zu 90 Minuten damit arbeiten. Und ja, das ist für diese Effekte ideal. Also immer so Medium Viscosity, also Viskosität mit langer Verarbeitungszeit, dann erziele ich so die besten Effekte im Bereich Crackle und Web. Das Ultracast, das ist da auch sehr gut für geeignet. Ich habe beide Harze da, deswegen, also ich wechsle immer mal ein bisschen ab. Jetzt nehme ich wieder oder habe ich wieder mein Anthrazit genommen und ich sehe zu, dass ich wirklich viel Farbe am Rand gieße, damit das Harz, das klare, also das farbige Harz auch richtig schön sich in die Mitte ziehen kann. Jetzt wieder der Schimmerton und ich wechsle das entsprechend auch immer ab.
Ja, da sind noch ein paar Bläschen. Die hole ich mir gerade so ein bisschen hoch, damit die nicht am Boden kleben bleiben. Und ich gieße einfach wie mir so der Sinn steht, die beiden Farben am Rand entlang. Jetzt auch wieder das Anthrazit. So dass es da wirklich viel Farbe zum Arbeiten gibt für das Harz. Ja, da die Farbe gefällt mir schon sehr, sehr gut. Weiß gar nicht, ich habe gesagt, die Form ist von Modes and Shapes, die L-Form mit dem holographischen Effekt. Ich glaube, das habe ich erwähnt. Die Produkte von Modes and Shapes und auch von der Laura, die habe ich natürlich in meiner Beschreibungsbox verlinkt. Und für beide habe ich auch Promocodes. Könnt ihr einfach mal reinschauen, wenn ihr da bestellen wollt. Für Laura ist wahrscheinlich USA ein bisschen weit, aber es gibt immer Leute, die auch Interesse daran haben. Schaut einfach mal rein. So, jetzt nehme ich mir noch Silbercracks oder Glasbits, Glassteinchen. Und ich habe da noch so ein bisschen von diesem Schimmer in meinem Becher und da mixe ich mir jetzt die Glassteinchen rein und dann auch ein Glitter, das ist das Miro Miro von Laura. Das mixe ich mir da auch rein und das wird dann meine Mitte. Vermenge mir das jetzt gleich ganz gut. Und ich habe gedacht, wenn da noch dieser Schimmer mit drin ist, das gibt dem Ganzen vielleicht auch noch mal ein bisschen mehr Interesse. Und jetzt gehe ich noch mal mit dem Rest von meinem Anthrazit im Rand entlang. Dann ist es auch aufgebraucht. Und jetzt gebe ich meine Mitte rein, gieße mir die praktisch in meine Form. Und dann nehme ich was klares Harz und ich schubse das alles so ein bisschen zur Seite, damit das nicht so ein einziger kleiner Blob ist an Glitter und Glassteinchen. Nimm dann auch noch mal mein Dotting-Tool und verteile mir das Ganze noch mal so, wie ich das gerne haben möchte, weil ich das auch nicht gerne ganz so rund haben möchte, sondern so ein bisschen lockerer. Da auch immer vorsichtig sein, dass ihr euch die Form nicht zerkratzt. Also ganz, ganz vorsichtig, weil die Steinchen natürlich schwer sind. Und jetzt noch mal eben mit dem klaren Harz drüber. Und ihr könnt richtig schön sehen, wie auch das farbige Harz schon arbeitet, dass es richtig schön in die Mitte zieht. Kurz mit dem Bunsenbrenner. Da immer vorsichtig sein, dass ihr euch die Form nicht verbrennt oder das Harz. So, das ist jetzt ungefähr 6 bis 7 Stunden später und ich kann schon entformen. Es ist schon fast zu spät, weil ja, das ist schon, es war noch biegsam, aber es ist schon gut ausgehärtet. Also es ist Wahnsinn im Moment, wie schnell das geht. Und schaut mal. Da. Guckt euch da mal die Struktur an. Also ich bin begeistert und der Holo-Effekt. Wahnsinn. Ja, und jetzt geht das Drama wieder los. Ich und Schalenform, gerade wenn das ein bisschen härter ist. Ich weiß, ich kann auch den Heißluftföhn verwenden, um das Herz ein bisschen, um das Harz ein bisschen ja, weicher zu machen. Aber ich war da kurz davor, ins Bett zu gehen und irgendwie hatte ich keinen Sinn danach, mir den Heißluftföhn noch wieder auszupacken. Also kämpfe ich halt mit meiner Bowle rum. Oder mit meiner Schale, nicht die Bowle. Bowl auf Englisch. Uiuiui, Petra. So, jetzt ist es aber so gut wie vollbracht. Nochmal eben kurz ein bisschen. Und das ist die Schale in der Schale. So, das ist der nächste Morgen. Ich kann meine Schale aus meiner Schale holen. Und ja,
Auch da habe ich immer so ein bisschen meine Herausforderung. Aber schaut euch die Schüssel gleich mal an. Also ich bin total begeistert von den Effekten mit dem Holo und ja, und die Effekte selber. Richtig toll. Doch, gefällt mir gut. Ja, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Ich würde mich über einen Daumen hoch freuen, über einen Kommentar natürlich und wenn ihr noch nicht abonniert habt, auch über ein Abo. Bis dann, eure Petra. Tschüss.